Mats Hummels, 0:1 beim FSV Mainz 05. Wie groß ist die Enttäuschung unmittelbar nach dem Spiel? Ja, natürlich riesig. Wir hätten hier heute gewinnen wollen. Was Schlimmeres als eine Niederlage hätte uns heute nicht passieren können. Die ist eingetreten. Mainz hat damit Sicherheit auch von den Ticken mehr Glück gehabt als wir heute. Und im Endeffekt stehen wir halt jetzt mit keinem Tor und keinem Punkt da. Ihr hattet eine bärenstarke Phase von der 23. bis zur 25. Minute. Drei riesen Torchancen. Dann kommt das 0:1 fast aus dem Nichts. Hat euch das total aus dem Tritt gebracht? Nein, das glaube ich nicht. Wir haben ja das Spiel dann gemacht. Mainz hat einfach Mann und Maus verteidigt nach dem 1-0. Das viele Torschüsse hatten sie ja nicht. Ich glaube, das müssen sie auch eingestehen, dass das ein eher glücklicher Sieg heute war. Aber dennoch haben wir einfach nicht die richtigen Mittel gefunden dagegen. Durch die nötige Kreativität gefällt in der zweiten Halbzeit gegen diese 5er Abwehrriegel, die da hinten drin standen? Ja, wir haben natürlich, sie haben das Spiel unglaublich eng gemacht. Hatten, wenn überhaupt, noch eine Spitze vorne. Auch das ist nicht immer der Fall gewesen. Wir haben es eigentlich fast nur über hohe Bälle, über Flanken versucht, sind noch teilweise in gute Position gekommen, haben unsere Standards leider auch nicht mehr gut genug reingebracht, muss man sagen, zweite Halbzeit, dass er immer eine Stärke von uns ist, und haben in den entscheidenden Situationen, glaube ich, die falsche Entscheidung getroffen oder den Ball nicht richtig. Du hast gesagt, die Niederlage war das denkbar ungünstigste für euch heute, die Verfolger sozusagen im Kampf um Europa hinter euch, haben alle gepunktet. Wie groß wird jetzt der Druck fürs nächste Heimspiel? Ja, er bleibt natürlich genauso groß, weil wir wollen jedes Spiel gewinnen. Wir setzen uns da selber, glaube ich, genug unter Druck. Da muss nicht noch jemand von außen sagen, ihr könnt aber da und dahin rutschen. Sondern wir wollen jedes Spiel gewinnen. Wir haben zu Hause in den letzten Wochen, glaube ich, sehr gut gespielt und wollen da einfach wieder dran anknüpfen, müssen dafür aber hart arbeiten. Heute haben wir, glaube ich, gesehen, dass es von alleine gar nichts geht in der Bundesliga. Viel Erfolg gegen Hoffenheim. Danke, Mats.